Ja, moin aus Ostwestfalen. Hier ist wieder Frank von Franks Modellbahn. Ich hatte es in meinem letzten Video angekündigt. Für meine E63 habe ich ein neues Gehäuse bekommen. Hier habe ich schon mal auf das alte Chassis gesetzt. Ich habe auch den Stromabnehmer schon mal wieder so weit montiert aufs Dach. Und jetzt wird die Lok auf neu getrimmt, hätte ich fast gesagt. Also sie bekommt einen neuen HLA, einen 60 943. Dazu einen Decoder, einen MLD3 von Märklin, 60 972. Und weil ich ja SMD-LEDs verbauen werde, werde ich statt der Adapterplatine von Märklin diese Lodi 21 MTCS-Platine verwenden. Da muss ich natürlich die Strippen noch anlöten, aber das sollte auch kein Problem sein. Der Vorteil bei dieser Geschichte ist, bei diesem Adapter ist, da sind schon die Vorwiderstände drauf. Das heißt, ich kann die LEDs direkt an die Platine anlöten, was natürlich wesentlich komfortabler ist. Ja, und dann wollen wir mal loslegen. Hier seht ihr jetzt das vorhandene Innenleben der E63. Ein uralter Motor. Noch ein Scheibenkollektormotor, erkennen wir an den runden Bürsten, an den Kohlen. Und ein Decoder von Märklin, boah, 6096. Müsste ich nochmal gucken, recherchiere ich nochmal und dann trage ich es hier auch nochmal in das Video ein. Ja, und das werden wir jetzt erstmal auseinandernehmen im ersten Schritt und dann wird das Getriebe komplett erst einmal gereinigt. Bis gleich. Okay, das Innenleben ist jetzt komplett ausgebaut. Und ihr seht, ein bisschen dreckig ist es auch. Ich habe den Schleifer abgebaut, weil ich später das Kabel dann direkter anlöten werde. Ich habe auch den Schalter zwischen Ober- und Unterleitung oder Oberleitung und Schleifer ausgebaut, weil wenn die Lok erstmal digitalisiert ist, wird sie nur noch vom Schleifer her mit Strom versorgt. Ja, und ich wollte euch auch nicht vorenthalten, warum ich ein neues Gehäuse besorgt habe. Dazu zeige ich euch mal das alte Gehäuse. Also mit dem Anmalen, mit dem Neubemalen des Daches, schlichtweg ein Schuss in den Ofen, es war eine Katastrophe. Ihr seht auch hier an der Seite hat das Gehäuse auch gelitten. Und ja, ich will mal gucken. Vielleicht kann ich es noch an einen Bastler abgeben für kleines Geld, der davon noch was machen kann. Wegschmeißen will ich es nicht. Vielleicht interessiert sich ja jemand dafür. Das wollte ich euch zumindest einmal kurz gezeigt haben. Und wie ihr sehen könnt, habe ich das Chassis komplett gereinigt und schon mal den neuen HLI eingebaut. Und ihr seht es auch, ich habe mein Labornetzteil angeklemmt. Ja, und dann wollen wir mal einfach gucken, wie der Okolyt sich so macht. Das hört sich doch schon mal gut an. Ja, das hört sich schon mal gut an. So, dann noch einmal in die andere Richtung. Einfach umpolen.
Auch das hört sich gut an. Ja, also wie gesagt, das Getriebe habe ich komplett, das ganze Chassis habe ich komplett über Nacht in SR24 gebadet. Dann seit heute Morgen trocknen lassen, schön eingeölt, gefettet, sparsam natürlich. Und ja, der Autolyt läuft doch gut. Kann man nichts anderes sagen, ne? So. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Die untere Schraube hier, da muss der Kopf abgedreht werden, weil sonst kollidiert das hier mit dem Rad. Ich hatte mir extra auch 2x10 Schrauben besorgt, weil die 12 mm sind zu lang, die geraten ins Getriebe, dann blockiert es. Und so ist es aber jetzt gut mit 10 mm und dann eben den Kopf abgedreht. Einfach die Schraube in Dremel eingespannt und eine Feile dran gehalten. Dann kommt man eigentlich relativ leicht zu so einem Ergebnis. So, das war jetzt der Stand bis zum Einbau des neuen HLA. Und jetzt wird es demnächst dann auch weitergehen mit dem Einbau des Decoders, der LEDs. Und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht noch eine Sache kurz zu den LEDs. Kann man jetzt vielleicht nur noch rudimentär bis gar nicht erkennen. Ich versuche es mal irgendwie hinzukriegen. Hier ist das Blech, das Kontaktblech für die Glühlampen. Das habe ich jetzt schlichtweg rechts und links abgeschnitten, sodass hier später, na, gucken wir mal, ob wir das scharf kriegen. Ja, dass ich da im Prinzip dann meine Lichtleiter mit Schrumpfschlauch einlegen kann. Und dann von hinten die SMD-LEDs dran klebe. Ja, und dann wird das jetzt alles so Stück für Stück, geht das seinen Gang. Und ich halte euch dann auf dem Laufenden. Bis dahin erst einmal. Und wieder habe ich einen kleinen Arbeitsschritt gemacht. Ich habe die LEDs, beziehungsweise ich bereite die Beleuchtung vor. Die LEDs habe ich jetzt noch nicht eingeklebt oder so. Was habe ich gemacht? Ich habe hier Lichtleiter, 4 mm Durchmesser. Da habe ich Schrumpfschlauch drüber gezogen. Dann habe ich die Teile entsprechend abgelenkt und dann hier eingelegt. So. Auf der Rückseite werden SMD-LEDs verklebt, hier auf der Seite mit Kupferlackdraht. Und ich habe hier noch ein bisschen Platz, da kann ich den Draht zusammenführen. Das wird ein bisschen Frickelei, aber das denke ich kriegen wir hin. So, und mit dem Demo-Gehäuse zeige ich euch, wie das nachher optisch aussieht. Erstmal passt es hervorragend drauf. Und so sieht das nachher am Ende aus. Da stehen die Lampen nicht mehr raus. Vielleicht kann man noch ein Stückchen weiter vorschieben. Das muss ich mal gucken. Das ist Feinjustage. Aber das ist dann der nächste Schritt. Und dann kümmern wir uns um die LEDs und um die Verdrahtung als solches. Aber das Ganze braucht natürlich ein bisschen Zeit noch und muss auch mit der Verdrahtung des Decoders einhergehen. Aber dazu dann später mehr. Bis dahin erst einmal. Ja, Freunde, was gibt es Schöneres, als in einem kalten Sonntagnachmittag ein bisschen an seiner MOBA weiter zu frickeln. Sprich, in dem Fall die nächsten Arbeitsschritte für die Digitalisierung meiner E63 von Märklin. So, was habe ich denn jetzt inzwischen gemacht? HLA ist eingebaut, das hatte ich euch schon gezeigt. Jetzt habe ich diese Platine vom Logstore Digital hier schon mal vorverdrahtet. Ihr seht es hier schon mal. Und dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, ich habe mich für die NEM-Farben entschieden und dementsprechend auch verdrahtet. Schleifer ist auch schon angeschlossen.
Und ja, ich wollte euch das einmal mal kurz ein bisschen ausführlich zeigen. Es wird immer eine Platine, zu jeder Platine gibt es natürlich auch eine entsprechende Montageanleitung. So, allgemeines, was immer dazugehört. Die Abmessungen sind drin. Ich zeige es nochmal ganz allgemein und eben auch ganz wichtig hier die Anschlüsse. Die haben ja einmal die Anschlüsse gemäß NEM-Farben und auch die Anschlüsse nach den Märklin-Farben mit berücksichtigt. Finde ich eigentlich sehr gut. Kann man sich dann selber entscheiden, wie man das machen möchte. Hier auf der rechten Seite ist dann in Worten beschrieben, wo was anzuschließen ist. Also Schiene rechts, THR, so wie es so schön heißt, ist der rote, das ist der Schleifer. TR links, das ist die Masse. Mod 1 und 2 ist eben Rechts-Linkslauf. LV, LH, Licht vorn, Licht hinten. Dann haben wir U+, AUX 1 und AUX 2 und auch LS Plus und LS Minus für den Lautsprecher, sofern dann ein Sounddecoder verwendet wird. Ja, das ist eigentlich eine recht hilfreiche Sache, muss ich sagen. Und ja, ihr seht, ich habe es schon mal so weit vorverdrahtet. Die Masse ist auch schon angelötet. Und jetzt geht es halt darum, als nächstes werden schon mal die Motorkabel mit angeklemmt. Ja, und dann fängt die eigentliche Fummelei an. Weil ich muss ja dann hier die SMD-LEDs unterbringen. Das wird noch ziemliches Gefrickel und Gefummel, aber wie gesagt, ich lasse mir Zeit dabei. Und wie gesagt, das ist jetzt erstmal der nächste Zwischenschritt gewesen. Ja, die Verdrahtung ist jetzt soweit abgeschlossen. Ihr könnt hier sehen, der Decoder sitzt schon drin und ich habe an den beiden Enden hier und hier U+ oben zugeführt, auf eine separate Kupferfolie geklebt und die alten Bleche für die Glühlampen, die habe ich zweckentfremdet, da habe ich im Prinzip gelb bzw. weiß fürs Licht vorne und Licht hinten angeschlossen. Ja, war eine ziemliche Fummelei, kann ich euch sagen. Und jetzt gucken wir mal, wie sieht das Ganze aus. Ich bewege einmal die Kamera ein wenig. So. Dann schalten wir mal das Licht an. So, das ist schon mal das Frontlicht. Hinten seht ihr, Rücklicht geht auch. Auch die Fahrtrichtung passt. So, und als letztes wird jetzt das Gehäuse draufgesetzt. Da muss ich gucken, dass ich vorsichtig keinen Draht abreiße und hoffe, dass alles funktioniert. Dann sehen wir uns anschließend auf der Anlage wieder. Bis gleich. Und damit ist die siebte alte Dame, meine Old Lady, jetzt richtig digital mit einem neuen HLA, mit einem Log-Decoder MLD3. Auf einer Platine vom Logstore Digital mit Vorwiderständen, weil ich ja die Beleuchtung entsprechend geändert habe. Und ihr könnt jetzt hier schon sehr schön sehen. Schön SMD-LEDs mit Lichtleitkörper. Auf dem Video flackert es ein bisschen, weil ich das Licht jetzt gedimmt habe. Denn trotz der Vorwiderstände erschien mir das Licht immer noch ein wenig zu hell. Und so gefällt es mir eigentlich jetzt doch recht gut. Ja, und dann können wir doch unseren kleinen Freund hier, also unsere kleine alte Dame, mal auf die Reise schicken.
Ja, butterweich läuft sie. Dank dem HLA. Herrlich, wunderschön. Kann ich einen weiteren Umbau als abgeschlossen betrachten. Die E63 macht sich jetzt prima, passt wunderbar zur Flotte meiner Old Ladies, meiner alten Damen. Und ja, mir hat es wieder mal Spaß gemacht. Es war teilweise recht friemelig, gerade die SMD-LEDs mit den Kupferlackdrähten, das entsprechend zu verlöten. Aber okay, mit etwas Geduld und Ruhe kriegt man auch das hin. Und ich denke mal, das Resultat spricht für sich. Ja, liebe Freunde, das war's mal wieder von mir, von meiner Seite. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Und ich sage Tschüss, bleibt anständig, bis zum nächsten Mal, euer Frank.